Moin, moin, mein Name ist Heinrich Dölewe und willkommen zurück zu Gettysburg. Ups, geht ja schon los. Ganz kurz, das ist genau das. Ja, das wird jetzt die Szene sein, wie aus dem Film Gettysburg. Habt ihr ja schon in den Kommentaren geschrieben. Die kommen jetzt hier lang. Ich habe jetzt ein, zwei Tage wieder nicht gespielt, aber ich bin der Meinung, ein Punkt, den wir hier hinten haben. Das war... Wie heißt du? Hallo. Ich glaube, den Punkt müssen wir einnehmen. Drei Punkte haben wir quasi. Eins, zwei, drei. Machen wir kurz wieder auf Pause. Sieht man es besser. Eins, zwei, drei, vier. So. Den Punkt werde ich höchstwahrscheinlich nicht einnehmen. Das heißt, wir müssen mindestens 5%... Mindestens 5% mehr Verluste als dem Feind verursachen und dürfen nicht weniger als 55% verlieren. Okay. Muss ich mal öfter reingucken. So, die sind da gut versteckt. Versteckt, die haben sich da verbarrikadiert. So, das ist schon mal scheiße. Der beste Mann kommt da rüber. Und Hass, kannst du da weggehen? Osborne. Ja, komm, du kannst dir das dann nehmen. Laufen. Ja, diese Ecken werde ich nicht lange halten, glaube ich. Genau, hier sind wir in den Wald gegangen. Mal kurz gucken. 75. Naja, vielleicht zurück. Ja, ist jetzt nicht der beste Wald. Man könnte hier vorne noch Position einnehmen. Haben wir. Das ist doch dufte. Machen wir das doch einfach. Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir nochmal einen Drayton runterschicken. Auf Reserve. Und da wir so viele Einheiten haben, kommen wir mal im Force. Den nehmen wir auch nochmal hier mit. Hier runter. Weil wenn hier so schöne Punkte sind, die wir verteidigen können. Vielleicht können wir die dann noch ein bisschen aufhalten. Hier den Punkt werde ich wahrscheinlich dann aufgeben und hier querstellen. Das habe ich aber auch schon gesagt. Ansonsten viele Kanonen. Also die Linie gefällt mir hier auch nicht, aber ich lasse die einfach mal vor. Wir müssen hier auch mal was töten. Kanonenwagen. Wir haben hier Kanönchen. Aber hier ein bisschen mehr. Ich schicke den einfach mal hier in den Wald. Und ich bin mal gespannt, von wo aus die Konföderierten alles angreifen. Zumindest irgendwo aus der Stadt heraus. Ah, hier ist voll, ja? Keine Angst, hier entsteht keine Langeweile, Männer. Da haben wir was. Kanonen. So, wir müssen auch die Generäle ein bisschen aufteilen. Dann ziehe ich noch ein Stück zurück. Den Heinrich ziehe ich noch ein bisschen da in die Mitte. Und der Grant ist mir zu weit. Der kommt dann dahin. Oh, jetzt haben wir hier was gesehen. Wir werden hier aufs Zentrum laufen. Sind die zu weit entfernt? Oder? Ja.
Ja, wenn die ankommen, ich glaube, die sind hier zu wenig, haben hier zu wenig Mann. Ja, wir treiben die Kanonen zurück. Aha. Das heißt, wenn sie ihre Kanonen zurückziehen, glaube ich, dann wollen sie demnächst mal angreifen. Achso, Entschuldigung, du kannst auch in Deckung gehen. Wie viel hast du, wie viel Mann habt ihr denn? Ja, die haben immer noch 4.400. Das war ja mal eine Frage von der letzten Runde. Die behalten also die Leute, die Anzahl der Leute, die sie gekillt haben. Oh, da ist ganz schön viel los. Ich habe hier leider, warte mal ganz kurz, wartet mal. Ich habe leider keine Kavallerie, oder? Aber sowas von überhaupt nicht. Okay. Ziehen sich zurück. Also ich verstehe nicht, warum sie die Kanonen zurückziehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass die angreifen wollen. Aber da hätte man doch Dauerfeuer geben können, oder? Wie weit könnt ihr denn schießen? Immer noch nicht so weit. Wir müssen ein Ablenkungsmanöver machen. Genau, und wieder zurück. Bis sie die Kanonen ausgerichtet haben, ist Weihnachten. Wir haben ja gerade nichts zu tun, also irgendwas müssen wir ja machen. Jetzt drehen sie sich wieder. Ich bin echt am überlegen. Das ist ja alles noch neue. Die müssen ja Erfahrung kriegen. Schon fast eine Stunde um im Spiel und sie sind immer noch nicht da. Der will jetzt weiter nach vorne, oder was? Er rennt zurück. Zieh die gleich wieder zurück. Ich habe nur gehofft, dass er in diese Richtung rennt. Genau, ich will einfach nur Aufmerksamkeit. Das reicht mir schon.
Kommt zurück. Also eine kurze vorgeschobene Linie machen. Ah, eine scheiß Idee. Kommt zurück. War eine scheiß Idee. Longstreet ist da. Sei gegrüßt. Jetzt kommen sie. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Pause. Ich möchte, könnt ihr Kanönchen mit Hühnchen alle Mann die stärkste Einheit schießen? Ah, passiert nichts. Komm, geht zurück. Na los, Feuer, Männer. Feuer, Feuer, Feuer. Genau, geht hier in den Wald, da ist unser Freund. Haben wir nicht hier auch noch Kanonen? Wie wäre es, wenn ihr mal feuert? Und zwar auf die größte Einheit. Hm. Wir haben hier feinen Kontakt. Leider ist Blume. Blume, komm mal hierher. Du komm mal dahin. Und, ja, scheiße, ich wollte zurückziehen. Zack. Pause. Genau, alle Kanonen bitte Feuer auf Ihmchen. Einen hatte ich da gerade, die nicht hingehört. Bleib mal halt. Die sollte da nicht hinlaufen, Mensch. Und von dort kommt nichts. Okay. Ich habe so gerade hier die Angst, dass hier alles hier gleich. Irgendwie können sie da zurückziehen. Entgegen. Dass wir die so seitlich wegkriegen. Sind meine Leute geflüchtet? Ne, sind zwei Trupps. Vielleicht können wir die noch gebrauchen. Longstreet macht mir hier Probleme. Aber es ist halt Longstreet. Ist halt gut. Ich möchte nur, dass wenn er hier angreift, die von der Seite kommen. Soll er sich noch ein Stück weiter vorwagen? Und wenn die weiter rumkommen, kriegen sie von denen hier einen auf den Sack. Haben sie die entdeckt? Oh, der ist einfach, der ist sichtbar. Schöner Nahkampf. Was macht denn der Archer hier? Archer läuft.
Hier, auf den da. Feuert auf den. Auf ihn da. Perfekt. Na, hier hinten Longstreet wartet noch auf etwas. Ich weiß aber nicht, auf was der wartet. Na ja, gut, auf den passenden Moment wahrscheinlich, aber... Ich habe hier auch für Longstreet eindeutig zu wenig Kanonen hingestellt. Jetzt versucht der nächste... Schon wieder Archer. Ich verstehe wirklich nicht, warum er nicht angreift. Also er greift ja schon an, aber die schießen irgendwie gar nicht, die sind irgendwie gar nicht in Reichweite, schnuppern sich gegenseitig. So, ich ziehe jetzt meine größeren Truppen näher ran, damit sie gleich fliegende Wechsel kriegen. Ich gucke immer noch hin und her. Ich weiß, das könnte vielleicht ein bisschen nervig sein beim Zuschauen. Aber ich habe Angst, den Moment zu verpassen, dass die KI dann angreift. Rickham, ran. Ah, wurde verwundet. Ran. Ja, es wurde jemand verwundet, das ist aber ganz normal bei einer so großen Schlacht. Ich hätte gern, dass er jetzt nochmal gezielt auf den er schießt. Und von dort kommt gar nichts. Doch, jetzt machen sie sich, setzen sie sich mal in Bewegung. Hält den Feuer stand. Okay, dann nur doch nicht. Oh, die haben sich gerade in Luft aufgelöst. Also der Trupp hat sich aufgelöst, sagen wir mal. Das war gar nicht so doof, die kleineren Einheiten erstmal ranzupacken und erst später durch die stärkeren Einheiten auszutauschen. Somit hat die stärkere Einheit noch nicht so viele Leute verloren. Mal gucken hier, der hat jetzt fast 200 Mann durch den Fernbeschuss verloren. Naja, er nicht so viel, aber dafür seinen Vorgesetzten und der ja auch schon wieder fast 200 Mann. Aber ich glaube, denen ist irgendwie die Lust vergangen. Habe ich ja nicht.
erhalten wir doch. Timothy White. Ne? Ja, ist das Seminary. Ist das, ja, das müssen wir einnehmen eigentlich. Ist die KI deswegen so verhalten, weil wir das einnehmen müssen? Doch. Ich bin mir jetzt ganz unsicher. Wir haben ja die hier gehalten. Das müsste reichen. Das wäre die zweite Siegbedingung. Das muss reichen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ich dachte, dass die aggressiver sind, ganz ehrlich. Und ich hätte gerne die, wenn die jetzt hier angreifen quasi, wenn die so im Nahkampf sind, oder generell, er hat ja zwei abgestellt, der Long Street. Aber wenn die alle beschäftigt wären, hätte ich vielleicht gern mit denen rangegangen und hätte sie von der Seite nochmal gekillt. Habt ihr überhaupt was getroffen hier hinten? Ah, der Hill hat selber schon keinen Bock mehr. Ja, die haben ja eigentlich ihre Posten verlassen. Ich habe eigentlich auch schon damit gerechnet, dass sie vor einer Stunde schon angegriffen haben. Oder hätten. Ja, das ist entspannendes Kanonenschießen. Aber dass jetzt auch ihre Kanonen so weit hinten sind. Na gut, der ist noch näher rangekommen. Ah ja, die schießen ja auf die. Das ist ja die. Ich wundere mich, warum hier keiner auf die, die mit den Kanonen. Warum die feindlichen Kanonen nicht auf meine Leute schießen. Aber die sind ja mit den Truppen beschäftigt. Ja, und die haben auch schon 300 Mann verloren. Ich könnte sie ja zurückziehen, aber... Ich bin mal vor. Kann sein, dass dann vielleicht noch was passiert, dass das noch gar nicht vorbei ist. Aber die tun mir leid, die Schweine werden echt, der ganze Wald muss da zerschossen werden oder so. Wir machen mal folgendes. Ich zieh jetzt diesen Trupp. Den zieh ich jetzt mal ab. Mal gucken, ob die hier gleich aktiver werden. Ach, jetzt ist die Zeit doch gleich rum. Hätte ich mal mich ein bisschen eher entschieden. Ja, in der Tat, es bewegt sich da ein Trüppchen, aber... Der nächste Tag. Okay, habe ich mitgerechnet. Hätte ich vielleicht diesen Punkt eingenommen, dann wäre es wahrscheinlich... Hätte es wahrscheinlich keinen nächsten Tag gegeben. So, Schlacht von Gettysburg, 4. Juli 1863. Unser Sieg über den feindlichen Angriff war ruhmreich. Lee
wurde deutlich besiegt und musste hohe Verluste einnehmen. Die Überreste seiner Armee bereiten sich auf einen geordneten Rückzug vor. Heute haben wir die Gelegenheit zu einem Gegenangriff, um Lees vollständig zu vernichten. Nachdem sie Stuarts Kavallerie vertrieben haben, sind unsere Reserven zurückgekehrt und haben eine Position im Süden eingenommen, wo sie die Rebellen flankieren. Ganz ehrlich gesagt, ich möchte gar nicht die so sehr, also ich möchte die gar nicht so richtig jagen, weil da kriege ich auch nur wieder große Verluste. Habe ich nicht so unbedingt Bock drauf. So, wir haben die North Virginia Armee deutlich geschlagen, nachdem wir die Angriffe auf unsere Linke, unsere Rechte und unser Zentrum zurückgeschlagen haben. Jetzt wird es noch eine Nachtaktion hier. Wir können jetzt zurückschlagen. Greifen Sie an und vernichten Sie sie, bevor Sie entkommen. Es ist unser Hauptziel, Ihr Quartier auf Seminary Ride einzunehmen. Es ist auch eigentlich auch gut, wenn wir das den Tag zuvor nicht gemacht haben, wenn wir es jetzt eben machen müssen. Unsere Einheiten an der linken Flanke können verwendet werden, um die Rebellen zu flankieren. Wenn wir aus dieser Richtung angreifen, können wir wieder, können wir weniger Widerstand erwarten? General, die Schlacht ist bereits gewonnen. Vielleicht können wir die Rebellen vom Schlachtfeld abziehen lassen, ohne weitere unsere Soldaten zu gefährden. Sie können die Schlacht heute und jederzeit beenden. Glück. Ah, man könnte jetzt eigentlich sagen, ich habe keine Lust. Ja gut, den Punkt nehmen wir da nochmal ein. So ein bisschen töten kann man ja mal. Seite bitte. Mal ganz kurz Pause. Ah, wir sind schon vor. Nee, gar nicht, sind nicht vorgelaufen. Ah, die haben sich verbarrikadiert, die Schweine. Die hole ich mir jetzt nicht. Nee. Bleib doch mal einfach hier. Ich wollte nur die jetzt hier aus dem. Warum soll ich mir hier bei der Stadt irgendwie noch die Zähne ausbeißen? Da habe ich keine Lust. Ich lasse euch hier einfach als Reserve. Die Kanonen zur Unterstützung weiter nach vorne. Wow. Dass man das wirklich immer wieder gleich alles neu machen kann. Das war ja hier die Ecke. Ah. Ja gut, bis da die Kanonen unten sind, ist Weihnachten. Machen wir trotzdem mal. Habe ich nicht mehr Einheiten gerade angehabt? Laufen. Oh, nach vorne laufen.
An dem Punkt wollen wir noch einnehmen und dann... Ui, da kriegen wir aber gerade mächtig, deftig Gegenfeuer. Und weiter. Muss die Kavallerie attackieren. Attacke! Kanone weiter. Kurz Pause. Hier für die Kavallerie will ich hier nochmal ein, zwei Einheiten hinten lassen. Und ihr vier geht mir einfach hier rüber. Dann ziehe ich euch hier lang. Dann guckt da nochmal. Ihr seid schon zu weit entfernt. Ich ziehe euch aber trotzdem noch mal ein Stück nach vorne. Ah, die sind da im Wald. Definitiv. Da oben an der Stadt kommen wir nicht. Ich lasse die doch erstmal nachziehen. Haben ja keinen Stress hier, ne? Alles gut. Ist ja Art eine Bonusrunde, kann man ja so sehen. Da wir hier mit so ein Stück ran. Okay. Longspeed wäre jetzt schön zu bekommen. Na komm, die sind da irgendwo. Scheiße. Fuck it. Kommt mal hier runter. Du auch gleich. Aber ein bisschen zu nah. So, Feuer auf die Kavallerie? Na, egal. Weiter. Ja.
Schick mal zwei weiter. Nein, du nicht. Schießt da weiter drauf. Ihr beide geht da mal runter. Ihr geht da mal. Alter. Kommt. Das ist ja so gefährlich. So, weiter. Okay, wir ziehen euch wieder zurück. Rückziehen. Da. Zurück. Versuche daran vorbei. Los, los. Ah, wenn flankiert. Scheiße. Ich habe so langsam das Gefühl, das scheint eher ein Desaster zu werden. Eigentlich nicht, ich soll den Punkt da einnehmen. Die haben eine gute Verteidigungsposition, ja. Und da auch. Gut, das ist keine Bonusrunde, das ist eher ein Abschlachten. Das lassen wir mal lieber, da sparen wir uns lieber die Einheiten. Das hat uns bestimmt uns jetzt noch ein paar tausend Mann gekostet. So, 100.000 Mann hatten wir. Ja, sagen wir mal, 17.000 Mann Verluste hatten wir. Und fast 40.000 der Feind. Aufgerundet. Ja, ich hätte aber gedacht, dass der Feind quasi mehr Einheiten. Also gerade den Tag davor, dass er mehr an die, dass er einfach mit mehr Leuten angreift. Die haben sich ja echt tagelang quasi oder stundenlang gegenübergestanden, Handzeichen gegeben und von Weitem hier fick dich gezeigt, aber nicht geschossen und so. War jetzt nicht so, also der Tag davor hat mir nicht so gefallen und das war gerade hier keine Bonusrunde. Das war ja eher nochmal ein schönes Gemetzel für den Feind gegen mich. Weil, ich habe hier hinten, glaube ich, hier unten gleich, guck mal unten rechts, hier hätte ich irgendwie nicht mit diesen kleinen Pimmel 800er Truppen angreifen sollen. Hier hätte ich gleich von der Seite mit mehr stärkeren Einheiten angreifen sollen. Vielleicht auch nochmal hier Kanonen nachziehen
Und dann hätten wir das von hier aufräumen können. Dass er hier in diesem Waldstück Einheiten hat, das war mir klar. Ich habe die nochmal vorgeschickt und habe das sofort gesehen. Ja, komm, das braucht man nicht. Weil es wurde uns hier auch zum Verhängnis. Wir hatten keine Deckung. Der Feind ist im Wald. Hat irgendwas zwischen 60 bis 100 Deckung. Locker. Und die hätten wir hier von hier unten weiternehmen müssen. Na gut, dann haben wir keine Bonusrunde. Ich wollte es ja sowieso nicht so richtig. Weil wir eh nicht so viele Männer haben. Geld haben wir. Geld, ja. Ja, wir haben jetzt auch wieder Minusgeschäft gemacht, ne? Geld haben wir wieder massig gekriegt. Aber Soldaten nur 11.000 ist ein bisschen wenig. Karrierepunkte. Ich gehe doch mal, glaube ich, voll auf Medizin. Dass wir einfach mehr Leute wieder kriegen. Wiederherstellen 20%, ja. Das war Gettysburg. Ich glaube, ich habe dazu jetzt mehr Videos gemacht als gegen die Konföderierten. Ich hätte jetzt auch den vorigen Tag, glaube ich, vorspulen können. Wie sieht es denn auf der Schlachtkarte aus? Oh, nur zwei Schlachten. Was kommt denn als nächstes? Irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Und Chickamauga. Das ist aber auch hier eine große Schlacht. Wie viele Korps werden da benötigt? Zwei. Okay. Ich glaube, das war aber so eine Verteidigungsschlacht, ne? Die Konföderierten müssten angreifen und die müssen verteidigen oder so. Lass uns überraschen. Auf jeden Fall geht es weiter, aber nicht mit Gettysburg. Gettysburg sind wir durch. Und holen wir uns mal gleich nochmal 6.000 aus Washington. Wofür hat man das denn auch? Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal einen Like oder einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.